Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Hanse und Hanse, die Expedition. Heute mit Verstärkung. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe mir einen guten Freund von mir heute eingeladen. Wir wollen da so ein bisschen plaudern über die beiden Titel. Und der Ralf Glau soll dann auch noch mal zu Wort kommen. Und ja, ich begrüße halt heute ganz herzlich den Sascha. Hallo Sascha. Hallo Andreas. Ja, wir haben ja im Prinzip eine ja, weitreichende Vergangenheit, was Spiele angeht. Im Prinzip nach dem Sandkasten der erste C64, der bei uns da auf dem Tisch gelandet ist. Und seitdem sind wir eigentlich beide dabei und haben also auch seit ja, Kindheitstagen, wenn man so will, zusammen am C64, später Amiga und PC noch gezockt, ja, und was soll ich sagen, Hanse und Vermeer und Fugger und Ölimperium, die ganzen Titel, waren bei uns eigentlich immer auf der Menükarte, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall, die Wirtschaftssimulationen haben uns angetan. Gut, ich muss dazu sagen, das hat mich gleich geprägt, wo dein Bruder das klassische Vermeer ausgepackt hat, da war spätestens auch um mich geschehen. Ja. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das muss war, man sagen, sehr, sehr prägend, ja. Das war, genau, das war einmal diese, ich glaube, an Weihnachten war da so, irgendwie so eine Weihnachtssession haben wir da gemacht und dann hat er sich da irgendwie an Vermeer versucht und ja, wir waren dann natürlich auch mit dabei, ja, richtig. Ja, Mit dem Hanse, Running Gag, ja. Der Running Gag, ja, weiß gar nicht, wie Und war nur der Rüdiger nochmal? Tee. Ah ja, stimmt, New York, Rio, Tokio oder sowas, ne? Ja, ja, richtig. In der Tat, nur Rüdiger Tee. Nur Rüdiger Tee. Ja, Klassiker für uns. Versteht von euch wahrscheinlich jetzt keiner, ganz klar, aber für uns war es damals der Running Gag. Ja, Hanse, haben wir, glaube ich, auch Richtig. relativ viel gespielt. Ja, War sehr ja intensiv. Immer, ja, war ja eigentlich immer ein Klassiker. Und ja, ich habe hier mal meine Originaldiskette eingeblendet, die Originalkopie vom Original. Sicherheitskopie, Nee, genau. die Sicherheitskopie. Ja, nee, also Original gab es damals bei mir nicht. Ihr seht's, also Hanse Vermeer auf einer Diskette und im Hintergrund dann die Originaldiskette, die dann, naja, ein paar Jahre später dann kam. Richtig. Ja, so hat halt alles angefangen. Wir haben, ich glaube, Hanse relativ oft auch gespielt und Richtig. haben uns da versucht, oder? Kannst du dich Ja, noch erinnern? also ich kann mich eigentlich sehr gut erinnern. Klar, nach dieser Zeit von Vermeer gepackt war ja unser Ziel immer, Spiele analysieren, was kann man rausfinden, was kann man ausprobieren. Wie funktioniert das Spiel? Wo kann man was rausholen? Und uns haben ja Grafiken 0, nichts abgeschreckt. Ne? Das war Ja. ja nicht das Ziel. Wir haben uns über Ton, Sound, Gestaltung gefreut, aber das Spielerlebnis, heute würde man ja sagen Immersion, das ist schon noch mehr von uns hängen geblieben. Oder das Herausfinden, oder wenn man es auch mal nicht geschafft hat, einen neuen Ansatz, sich was notieren, neue Dinge probieren. Ein Traum. Ja, stimmt. Also das war eigentlich so immer unser Motto. Wir haben immer versucht, irgendwie, ja, die Spiele zu spielen und dann irgendwie auch was rauszufinden, wie dann so irgendwie der Trick dahinter ist oder so. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja dann auch immer mal diese, da gab es ja diese Textwriter oder wie die damals hießen, so animierte Programme, wo man so Texte schreiben konnte, wo man dann auch hier so Tipps und Tricks für Hanse, für Vermeer verfasst haben und das dann auf Disketten abgespeichert und die dann auch so verteilt hatten und so. Das war eine lustige Zeit, ja. Hat mal sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja, du hattest auch ein bisschen Händchen dafür, also diese ja, Intro-Designer, die auf eine lustige Art unsere erstellten Listen dargestellt haben, noch schön mit Sound untermalt. Und der Sit-Sound ist ja immer noch unschlagbar, meiner Meinung nach. Ne? Ja, auf Das jeden ist Fall. schon sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das Erkunden, was kann man besser machen? Und auch immer wieder so den Reiz gefunden. Aber man muss dazu sagen, meiner Meinung nach, mir ging es immer so, die Immersion zu zweit oder zu mehr Leuten, 0, nichts vergleichbar als
zu einer Person. Und wenn man jetzt an Ja. Hanse denkt, auch eines der wenigen Spiele, was man jetzt nicht gemeinsam spielt, sondern tatsächlich parallel jeder anders, ne? Und Multiplayer. Ja, Multiplayer ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja, also wie gesagt, ich habe ja im Vorfeld hier mal mit dem Ralf Klau geplaudert. Das war wieder ein Schön. sehr nettes Gespräch. Und Glaube ich. er hat ihm so ein bisschen was über Hanse und Hanse-Expedition da nochmal gefragt, was da noch so seine Erinnerungen waren. Ist ja alles natürlich für ihn, wie für uns ja auch mittlerweile, muss man sagen, Ja. schon sehr lange her, eigentlich, seitdem wir da uns intensiv mit beschäftigt haben. Aber naja, wie das dann eben so ist, so ein paar Sachen kann man dann, glaube ich, immer noch mal ausgraben. Und ja, also Entwicklung, Hanse-Expedition, natürlich Thema gewesen. Für uns war es damals ja völlig egal. Also, wer hat das jetzt entwickelt oder wie ist das so vonstatten gegangen? Aber heute fragt man sich das ja schon dann immer wieder bei den Spielen. Ja, wie war das eigentlich damals und wie sind die Dinge eigentlich so entstanden? Gibt es da irgendwie so eine Story vielleicht dahinter oder so? Und naja, also ich habe, wie gesagt, mit dem Ralf Klauser geplaudert und habe ihn dann also auch mal gefragt, wie das eigentlich mit der Entwicklung so war und was er da so gemacht hatte. Und vielleicht hören wir einfach mal rein, was Sehr er gern. da zu erzählt hat. Ja, gut, also mich hatte damals interessiert, als diese Computer, die waren ja noch also sehr schwach ausgestattet mit allem. Mich hatte immer interessiert, was man da für Grafikmöglichkeiten hat. Und im Studium hatte ich das Glück, dass die Universität Tektronix Terminals hatte oder Tektronix Rechner, die waren damals ausgestattet mit so einem Vektorgrafikbildschirm, kostenmäßig so bei 50.000 D-Mark. Das war ungefähr Preis für eine mittlere Eigentumswohnung. Und die waren glücklicherweise, oder davon gab es einen, der voll ausgestattet war, auch mit Digitalisierungsmöglichkeiten und mit Plotter. Und ich hatte mir die Aufgabe gestellt, so ganz frei, also eine Vektorschrift darauf zu implementieren. Also so auch Spaß gemacht. Das hat auch viel Spaß gebracht. Naja, dann kam der Commodore 64, der kam für mich nicht in Frage, weil eine zu geringe Auflösung in der Grafik hatte. Und als der Schneider CPC angekündigt wurde, war ich also Feuer und Flamme, das, was ich da jetzt gemacht habe, auch zu Hause zu machen. Die Grafikauflösung war schon, fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann habe ich also mir so ein Schneider CPC, diesen ersten, da auch besorgt. Die waren damals ja auch nicht billig. Also ich glaube, der kostete 800 D-Mark. Und dann habe ich das versucht und war natürlich total enttäuscht, weil das funktionierte in keinster Weise. Ich hatte aber eben einen Freund, Bernd Westphal, der sich auch mit Computer beschäftigt, weil er astronomische Daten berechnen wollte. Und wir haben dann immer zusammengesessen und gefachsimpelt, wie man sowas umsetzt. Und ja, ich hatte jetzt diesen Schneider CPC und wusste jetzt eigentlich nicht so recht, was ich damit machen sollte. Habe dann angefangen, darauf so ein bisschen zu programmieren und war total begeistert von der Copy-Taste, die es da auf dem Schneider CPC gab. Man nämlich nicht viel. Hake ich kurz ein. Paste und Copy, Copy und Paste, das war anscheinend damals schon Gang und irgendwie gäbe. so ein hehres Ziel. Ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja. Nein, ich kann Das ergänzen. reicht. Also, ich musste ja auch mal Programmierung lernen als Teil der Ausbildung. Irgendwann fängt man halt so an, ne? Und schaut mal, auch das, Ja. was der verwendet hat, ist ja ganz praktisch. Das kann ich mir mal als Vorlage nehmen, aber interessant ist von ihm zu hören, ja. Ja, schön. Dann konnte die Sachen einfach so kopieren. Und ja, dann ich oft mit Bernd zusammengesessen. Ja, ich hatte dann
Lust bekommen, sowas auch auf dem Schneider CPC zu machen. Also irgendetwas, was in Richtung Spiel geht. Und da ich hier in Lübeck aufgewachsen bin und die Geschichte der Hanse eben täglich hautnah erlebt habe in der Architektur und in der ganzen Stadtanlage, auch der gute Zugang zu Literatur über die Hanse, habe ich mir die Hanse als Thema vorgenommen und habe mir überlegt, wie ein Spieldesign aussehen könnte, an dem mehrere Spieler teilnehmen. Also das war eigentlich mein Interesse, etwas zu gestalten, wo mehrere dann teilnehmen, wo man nicht alleine vor dem Rechner sitzt, sondern dass man mehreren spielen kann. Und Bernd hatte die größere Erfahrung, was jetzt Computertechnik anging. Und wir haben dann zusammen diese Menüs entwickelt und uns quasi das technische Konzept überlegt. Ich habe die Inhalte mir überlegt und wir haben uns dann immer mal getroffen und haben uns das angesehen. Das ging dann auch relativ schnell. Also dieses Hansespiel habe ich, glaube ich, im Grundspiel hatte ich auch innerhalb von ein paar Wochen fertig. Das war jetzt auch immer sehr zeitaufwendig, weil alleine das Programm zu laden in den Schneider CPC über die Kassette, es gab damals noch keine Disketten, dauerte immer schon eine Viertelstunde, bevor man dann anfangen konnte. Und wenn es Lesefehler gab, dann dauerte es noch mal eine Viertelstunde. Also ich bin da immer ganz früh aufgestanden, so morgens um 3 und hab dann bis um 9 oder so programmiert. Ja, so hat sich das dann entwickelt. Ich habe das dann meinen Kommilitonen gezeigt und habe dann auch das erste Mal so erlebt, wenn man das mit mehreren spielt, wie viel Freude das macht. Und das hat mich dann weiter motiviert, daran zu arbeiten. Das ist sehr angenehm, da auch das entsprechende Feedback zu bekommen. Und ja, das war so die Entwicklung. Ja, sehr schön. Ja. Respekt. Da hat er sich morgens um 3 aus dem Bett schon erhoben, um da zu programmieren. Wäre mir jetzt ein bisschen früh gewesen, aber ja, warum nicht? Ist ja jedem das Seine. Und früher, naja, gut, in der Studienzeit und so war ja wahrscheinlich dann auch irgendwie eher alles machbar. Weiß jetzt nicht. Also ich hatte jetzt nur mal gelesen, dass er hat es jetzt nicht erwähnt, aber ich hatte es mal irgendwo anders gelesen, dass er da auch bestrebt war, ein Spiel zu entwickeln, das weder Tod noch Zerstörung irgendwie zum Ziel hatte. Und Okay. ja, also ist ja mit Hansa eigentlich auch durchaus gelungen. Ja, es gibt zwar auf Flächen der Hans, wo, ne, Piratenzeit, sonst was, da gab es ja auch immer Neid, Geld, es geht um alles, aber ich sag nochmal, es war genau wie vielleicht in der heutigen Zeit, wenn sie auch anders sein mag, wenn man den Spaß daran gefunden hat, steht einem Uhrzeit nicht im Weg, Respekt, ne? Kommilitonen dann zu fragen, haben wir jetzt bei unseren, ich sag mal, Intro-Designern und Tabellen ja auch, oh, ist das gut, passt das, gefällt das uns, ne? Man braucht ein gewisses Feedback, aber da auch dran zu bleiben, sich über Ladezeiten ja nicht aufzuregen, ne? Da muss man schon mal den Hut ziehen oder auch mal zu scheitern, ja, also an meine Kassetten mit Bandsalat erinnere ich mich auch noch, ich hoffe, er hatte nicht so viele. Ja, da können wir alle irgendwie was von erzählen, glaube ich. Also, ich meine, ich fand jetzt, dass ein paar Wochen Programmierungszeit kann ich jetzt Eigentlich gar so nicht kurz. einschätzen. Ja. Schon kurz, ja. Wenn er ja sagt, er war im Studium, was hat man an Nettozeit, ne? Okay, vielleicht war ein Studium früher anders mit Möglichkeiten für Nebenjob, Geld noch an die Person zu bringen oder so, ne? Aber im Großen und Ganzen, wow, Wochen, da habe ich genauso gestaunt. Also ich hatte damit mehr gerechnet, klar, Vektorgrafik und ja, manche Kollegen hänseln mich ja immer bei solchen Spielen, ah, du spielst wieder die neumodischen Tabellenkalkulationen von früher oder so, ne? Aber es geht ja gar nicht darum. Man muss ja verstehen, dass es ja
einer der allerersten Spiele einer Person ist und dann habe ich noch kein Rohgerüst und kann noch weniger Copy und Paste machen. Ne? Ja, ist richtig. Ja, ich fand es halt War interessant. gut. Er hatte ja jetzt hier den Bernd Westphal da Richtig. erwähnt. Den hatte ich ja auch immer irgendwie auf dem Bildschirm, weil der ja auch bei Hanse da, bei Vermeer, Richtig. da sehr mitgewirkt hat. Und die C64-Version von Hanse hat er ja komplett, also hier neu, also was heißt neu, also portiert, würde man Übersetzt. jetzt ja sagen. Ich hatte ihn jetzt, glaube ich, da auch nochmal dahingehend befragen wollen, wie für ihn eigentlich der Bernd Westphal da jetzt Thema war. Also er hatte mir nur erzählt, dass sie also wirklich sehr gute Freunde waren und hatte also hier nochmal gefragt, wie der Bernd Westphal da eigentlich ja mit im Spiel war. Mal schauen, was er Interessant. da gesagt hat. Ja. Bernd hatte einen C64, sich damit sehr gut aus, weil er da seine astronomischen Berechnungen dann auch schon drauf machte und brauchte dafür auch immer wirklich sehr viel Speicher und kannte sich quasi in der ganzen Architektur, Speicherarchitektur, Betriebssystemarchitektur auf dem C64 gut aus. Der C64 hatte ja auch schon Sprites, das hatte der CPC nicht. Ich hatte also überhaupt keine Ahnung von dem C64. Ich habe die Grafik umgesetzt auf dem Schneider CPC durch die Zeichensätze, die man selbst gestalten konnte. Das war sozusagen die Grundlage für die Grafik. Ja, Bernd hat das dann übernommen, die Inhalte vom Schneider auf den C64 zu übertragen. Das war jetzt nicht so streng, dass er alles da so genau übernehmen musste. Gab dann manche Abweichungen. Aber das klappte so ganz gut. Bernd hatte ja auch aus Speicherplatzgründen in der C64-Version eingebaut, dass irgendwann alle plötzlich sterben, weil dann kein Speicher mehr zur Verfügung stand. Ja, und dann das Spiel dann so beendet. Nee, es gab da, glaube ich, auch Proteste und das wurde ja dann, es gab ja mehrere Auflagen und ich glaube, Bernd musste das korrigieren. Wow. Ja, das war so eine nette Anekdote, die er da noch mal erzählt hatte, der Ralf Glau. Das fand ich irgendwie ziemlich. Ja, das fand ich irgendwie spannend, weil die Version hätte ich gern nochmal gehabt. Oh Die ja. Originalversion sozusagen, die ja dann, das hat er jetzt nicht erzählt. Also ob das jetzt bei Veröffentlichung, bei der, ich meine, es gab ja auch mehrere Auflagen von Hanse, ob das bei der Erstausgabe vielleicht sogar noch mit drin war. Also ich kenne jetzt die Images nicht so, bin mir nicht sicher, habe aber eigentlich noch keines gesehen, wo das mit drin war. Kann ich jetzt nicht Geäußert sagen. hat er es so, aber es ist die Frage, wurde es wirklich dupliziert und rausgegeben? Ne? Das ist Ja, ja ja. immer die Frage, aber tatsächlich interessant, weil man das ja auch gar nicht mitkriegt. Und klar, irgendwann ist man an Grenzen, ein Gerät muss sich was vormerken. Ist auch interessant zu sehen, dass ne, der Designer dann doch den Betriebssystemspezialisten scheinbar braucht, ne, um so ein Ja, bisschen ja. klarzukommen. Eigene Interpretation außen vor, aber an welche neue Dinge man stößt, wo man, ja, na gut, wir waren in einem anderen Alter außen vor, aber man merkt es ja nicht. Vielleicht stellt man sich die Frage hoch, warum ist hier was anders? Ne? Nö, Respekt, ja. man, also wir haben ja damals auch irgendwie nicht so diese Vorstellung, sage ich jetzt mal, gehabt, was das jetzt bedeutet, das Spiel in den Speicher zu bekommen. Also das war für uns ja jetzt gar kein Thema. Also das Spiel war auf der Diskette, wir haben es geladen, gestartet und fertig. Ja, also was dann da irgendwie Gründe waren, warum man irgendwas weglassen musste oder irgendwas viel Speicher gebraucht hat, war uns ja damals dann gar nicht klar. Also von daher. Nee,
ohne Belesen, ohne Informatikunterricht, was auch immer, ne, was heute der Standard ist, was man auch ich nur freiwillig zuwählen konnte, ne, aber auch zu einem späten Zeitpunkt. Das ganz klar, aber es ist schon interessant, zu was eine Änderung dann aber auch führt. Ne? Klar, und in gewissen Zeiten ist es durchaus auch mal gefährlicher, wenn Leben und Tod drin vorkommt. Ne? Ist das Spiel kindergeeignet? Es gab zwar noch kein FSK, aber es bringt einem zum Grübeln. Ja, ja, ja. Ja, zumal, ich meine, das ist ja dann so das nächste Thema, wenn man sowas entwickelt, ja, was macht man denn dann damit? Also, ich meine, er hat es jetzt irgendwie programmiert und hat sich ja irgendwie wahrscheinlich auch was dabei gedacht, was er damit irgendwie vielleicht anstellen will. Aber damals so, Vertriebswege etc., war ja sicherlich auch nicht so wirklich einfach. Also, man konnte ja jetzt nicht irgendwen anschreiben und, hey, ich habe hier ein Spiel, willst du das nicht mal veröffentlichen? Also, damals war ja der Markt oder die Firmen, das war ja alles ziemlich übersichtlich. Das war ja gerade so gestartet, 86. Da gab es ja noch nichts. Ja. Nee. Also, ich habe ihn da mal befragt, wie das dann eigentlich so mit dem Vertrieb war. Und ja, hören wir mal kurz rein. Hören wir mal, genau. Ich hatte mittlerweile dann einen Vertrieb gefunden für das Hansespiel. Das war ja so, dass ich das quasi ohne Vertrieb erstmal entwickelt habe, so einfach nur aus Spaß. Und da jetzt einen Vertrieb zu finden, war eben auch nicht so einfach. War damals ja alles noch im Entstehen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Publisher besucht und habe denen das vorgestellt, fand das aber alles irgendwie recht merkwürdig, auch welche Geschäftspraktiken damals üblich waren, und bin dann aber glücklicherweise auch bei Ariola Soft gewesen. Das war damals eine Tochter von Bertelsmann, und fand da eigentlich sehr kompetente Leute, die das lustig fanden, so ein Spiel zu veröffentlichen. Ja, nee, ich habe gar keinen Vorschuss gehabt. Also ich habe einen Publisher besucht und der hat mir dann gezeigt, wo programmiert wird. Das war im Keller ohne Tageslicht, und da saßen 3 oder 4 Programmierer, sehr jung, die da dann ja quasi auf Lohnbasis programmiert haben. Und das war nicht so, das war überhaupt nicht seriös, muss ich sagen. Dass sich ja ganz extrem alles geändert hat, und das sicherlich auch ganz gut ist, wenn man so die Anfänge sich mal vor Augen führt, mit welchen eingeschränkten Mitteln das eigentlich alles angefangen hat. Und die Szene war ja damals auch wirklich überschaubar. Also man kannte sich ja, also so viele Titel gab es ja nicht, und auf irgendwelchen Veranstaltungen traf man sich dann. Ja, das, also Ariola Soft hat es ja auch noch versucht, haben sie in England und in Frankreich zu publizieren, ist da aber gefloppt, weil einmal dieses Genre Wirtschaftssimulation für die überhaupt nicht von Interesse ist, da auch kein Blut fließt, also hat man mir gesagt. Für die Publisher war es eben damals auch schwierig, den Erfolg von einem Spiel irgendwie einzuschätzen, und der Aufwand, sowas auf den Markt zu bringen, ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also ich war damals ziemlich naiv, habe gedacht, naja, so schlimm kann das nicht sein, aber da gehört doch eine ganze Menge dazu. Und das hat sich ja im Laufe der Zeit auch immer mehr verstärkt. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also heute ist das ein ganz anderes Thema, sowas zu veröffentlichen. Hängt ja viel mehr dran. Ja, natürlich kann man es auch ein bisschen besser abschätzen oder mal analysieren, aber bin schon überrascht. Gut, jetzt Frankreich und England, besser gesagt Großbritannien, könnte ich jetzt nicht einschätzen, ob die mehr noch so, in welchen Genres die hauptsächlich unterwegs waren, ob es doch mehr der Action-Bereich war. Ne? Aber klar, die Wirtschaftssimulation ist ein deutsch geprägtes Thema, aber dass es doch so gefloppt ist, wow.
Ja, also England, mein, wenn man mal so die Zeitschriften sich anschaut, damals, wir haben ja Powerplay, haben wir ja auch hoch und runter gelesen. Wenn man da sich die englischen Charts angeschaut hatte, naja, da waren eigentlich fast nur Action-Titel drin. Also da war vielleicht mal ein Adventure oder sowas, ein Rollenspiel, Richtig. aber ansonsten eher Action. Also eine Simulation, Handelssimulation war da eigentlich nie drin. Ja, Ja. das ist richtig. Kann ich mich auch nicht erinnern, selbst wenn ich jetzt an alte Zeitschriftenblättern denke, habe es mir auch nicht vor Augen. Ja. Das ist wahr. Ja. Aber Also, Hut wie ab, du ne? schon, ja, also wie du schon gesagt hast, die typisch deutsche Handelssimulation halt, ne? Wie man es halt von früher kennt, das mit Kaiser eigentlich angefangen und dann hier so Hanse Vermeer, die ganzen Titel und später dann halt so Patrizier und sowas, war wirklich ein typisch deutsches Ding. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das irgendwo mal im Ausland irgendwie mal aufgetaucht wäre. Patrizier dann schon. Also da gab Richtig. es ja dann The Patrician in England, Amerika, glaube ich auch. Also das war dann schon was anderes, aber ja, naja, das ist ja. Ja, einzig Fugger, ne, aber auch die späteren Ja. Titel, die sie dann auch portiert mit dem Namenswechsel, weil man das Fugger nicht mehr verwenden durfte, sollte, konnte, wie auch immer, Ja. dann auf Gilde, das kam dann schon eben mehr noch rüber, Ja. ne, aber es ist auch interessant, wirklich zu hören, man hat sich so vorgestellt, und es ist tatsächlich dann Keller sitzen, irgendwelche Kollegen basteln was zusammen. Tja, da Aber fallen eher. das hatte ich auch von anderen gehört. Also, dass die Bedingungen oder halt, ja, Bedingungen kann man jetzt nicht sagen, aber halt die Verträge, die damals so geschlossen wurden, naja, das war anscheinend schon ziemlich fraglich, weil gut, auf der einen Seite der Publisher Neuland, die wussten ja gar nicht, kann ich das Ding überhaupt verkaufen und wie viel kann ich verkaufen? Und der es irgendwie reingebracht hat, das waren ja meistens so Leute wie auch der Ralf Glau, die hatten halt irgendeinen Titel und das war irgendwie mehr oder weniger schon fertig und ja, dann wurde das oft irgendwie einfach eingekauft, dann hat man denen halt Geld geboten und fertig. Und ansonsten, ja, also wie er auch sagte, ein Vorschuss oder sowas, das gab es damals dann auch nicht. Also, ja. Ja, ist interessant, ne? Und ich muss dann immer mal wieder an was denken, mehr jetzt von der heutigen Zeit, will auch gar nicht abdriften, aber wenn ich dann an Game Dev Tycoon denke, was noch nicht so lange her ist, wo es ja auch einen Nachfolger gibt, da waren dann passende Recherchen drin und die haben das eigentlich richtig umgesetzt. So konnte man sich die Entwicklung vorstellen, ne? Es finden sich irgendwo in der hinteren Garage was statt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also das kann man, also gerade bei dem Spiel, wir haben da ein bisschen Recherche betrieben. War so. Naja, also ja. Und man bekommt es auch Naja, erzählt also und bestätigt, ne? Richtig. ja, genau, ja. Also gut, ich meine, Hanse ist ja jetzt irgendwie von der Ansiedlung her wieder was ganz anderes und ist ja auch irgendwie anders Richtig. aufgebaut. Wir hatten damals immer zu kämpfen mit den, ja, eigentlich mit den Spielereignissen. Also das war ja Hanse Oh ja. Vermeer, war ja immer gleich, weil es immer diese Ereignisse im Spiel gab, die, Entschuldigung, die einem irgendwie das Spiel oder seine Firma irgendwie zerschossen haben oder keine Ahnung, irgendwie solche Ereignisse bei Hanse dann, wo ein Schiff flöten geht oder wo irgendwie sozusagen ein Überfall stattfindet oder andere negative Ereignisse, die einem einfach Geld gekostet haben, das man nicht hatte, das einen dann irgendwie wieder zurückgeworfen hat in der Spielmechanik oder im Spielablauf, muss man ja sagen. Oder auch Vermeer dann, Enteignung der Plantage, Arbeiter streiken, also alles so Sachen, die immer für Ja. einzelne ja, Ausschreitungen bei den Sessions bei uns geführt haben, oder? Kannst du dich noch erinnern? Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an ein Spiel locker erinnern und ich habe mich gefragt, es mag zwar schön sein, aber 9 Jahre hintereinander tobende See und man hätte es einzig und allein unterbinden können, indem ich entweder ein Schiff nicht raussende oder
vielleicht weniger raussende. Gut, jetzt sagen wir mal ehrlich, 12, 13, 14, 15 Jahre alt, denkt man an sowas bestimmt erstmal nicht. Der Glücksfaktor oder der Zufallsfaktor war schon gefühlt deutlich höher. Ich meine, wir haben uns ja nicht entmutigen gelassen. Es gibt ja so welche, die sind ja auch im Brettspielerlebnis, die können nicht verlieren, ne? Aber das hat schon schwer gezehrt, ne? Oder auch diese Geschichte, ich erinnere mich bei Hanse viel schlimmer dran, es konnte sein, dass die Heirat nicht kam. Und das fand ich viel problematischer, weil da hat der Ralf Klau oder beziehungsweise die Spielidee ja weiterentwickelt, zu sagen, nicht nur die eine Generation, sondern, wenn ich mich nicht täusche, fünf, ne? Und keine Chance gehabt, dann ranzukommen bei einer Session, dass man sich mal verzockt oder ein Zufallsereignis so oder so ist völlig in Ordnung, ne? Oder dass ein Spielumfang im heutigen Maßstab ziemlich beschränkt oder eingeschränkt ist. Ja, ich nehme Salz mit und bringe irgendwas mit oder ich muss es verteilen oder schiebe mir was auf. Aber wie häufig, ich sag mal, die Schlechtwetterereignisse, wie selten die Heirat kam oder auch, ja, weiß ich nicht so, dieses, bei mir hat auch gefühlt immer das Lager viel häufiger gebrannt als sonst wo, ne? Also gefühlt, stimmt, ja. Also gefühlt gab es irgendwie immer mehr negative Ereignisse wie positive Ereignisse. Ich glaube, das können wir einfach mal festhalten. Es war irgendwo immer so eine. Ja, genau. Also da war irgendwie immer so dann ein Punkt erreicht, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Also jetzt schon wieder ein negatives Ereignis. Und jetzt habe ich wieder keine Kohle mehr. Und der Schuldturm. Richtig. Und wirklich. Und naja, also ich habe den Ralf Klau dann auch mal darauf nochmal angehauen, wie das eigentlich mit den Ereignissen so war. Oh, da bin ich gespannt. Das war dann auch irgendwie so ein Thema, wo man dann auch nicht genau wusste, wohin die Reise geht. Und da kam dann auch, glaube ich, nochmal wieder diese Speicherproblematik war da auch ein Thema, weil je mehr Ereignisse er dann da irgendwie einbauen wollte oder auch zum Beispiel Ereignisse, die sich dann über einen längeren Zeitraum vielleicht ziehen, das war dann auch teilweise gar nicht möglich einfach, weil es den Speicher, weil er das nicht zugelassen hat. Also ja, keine Ahnung. Aber wir hören mal rein. Machen wir. Also einmal gab es ja, was ganz entscheidend war, war die Preisberechnung für die einzelnen Waren. Das war ja ziemlich entscheidend. An dieser Formel habe ich ewig programmiert. Also musste ja auch immer mit dem Spielablauf irgendwie getestet werden, ob sie jetzt zum Erfolg oder zum Misserfolg führt. Also da habe ich versucht, das möglichst ausgeglichen hinzubekommen. Die Problematik waren natürlich die Einschränkungen. Das waren 40 Kilobyte Speicher, die einem zur Verfügung standen. Das war wirklich sehr wenig. Ich habe eigentlich für das Spiel, also für diesen Spielablauf, wirklich sehr kurze Zeit gebraucht. Aber um da jetzt diese Ereignisse einzubinden, und das Ganze vom Speicher her zu optimieren, habe ich, glaube ich, 4 Monate gebraucht. Diese Umsetzung der Idee war jetzt kein Problem. Aber die Optimierung auf diesen geringen Speicher, das war das, was wirklich Zeit gebraucht hat. Da wurde dann in das Kassetteninterface wurden Daten abgelegt. Also es gab ja damals sogar ein Buch, wo das gesamte ROM von dem CPC abgedruckt war und wo man dann nachgucken konnte, an welchen Adressen nichts ist. Also, und das man auch alles gegenwärtig haben und im Kopf haben, um dann möglichst viel Inhalt unterzubringen. Und das war eigentlich so die Hauptarbeit. Ich war eigentlich ganz glücklich noch mit dem Z80, mit dem Assembler. Den habe ich aber noch nicht beherrscht, als ich Hanse programmiert habe. Da das ja ein Mehrspielerspiel vom Konzept her war, musste das natürlich auch berücksichtigt werden. Also diese Ereignisse, die hatten keine langfristige Auswirkung. Das war dann später bei Vermeer schon anders, aber bei Hanse war das alles noch
sehr zufallsgesteuert. Und ich habe dann immer abgewogen, inwiefern der Zufall jetzt spielentscheidend ist und inwiefern die strategischen Züge der Spieler spielentscheidend sind. Also, dass da auch die Möglichkeit besteht, dass wenn jemand strategisch sehr gut agiert, dass er durch ein Ereignis dann auch zurückgeworfen wird, sodass für Spieler, die dann nicht so gut strategisch agieren, ein gewisser Ausgleich da ist und das Ganze spannend bleibt, weil sonst kann man ja sich eine Strategie ausdenken, die immer zum Erfolg führt und hat eigentlich dann nicht mehr die Möglichkeit, mit anderen Spielern auf gleicher Augenhöhe zu agieren. Das war so die Intention, die dahinter lag mit diesen Ereignissen. Ja, naja. Ja, also die Ereignisse, ich meine, das war ja im Prinzip das, ja, hat es ja gerade gesagt, also das hat einen entweder nach vorne gebracht oder nach hinten gebracht. Was mir in dem Zusammenhang jetzt nicht bewusst war, erscheint mir aber im Nachhinein dann auch irgendwo teils logisch, dass es also auch so konzipiert hat, dass einer, der jetzt sozusagen ganz weit vorne war im Spiel, vielleicht öfters ein schlechtes Ereignis gekriegt hat, als einer, der sowieso schon abgeschlagen war. Also, ja. Mich hätte ja fast schon die Formel interessiert, ne? Weil Skalierung ist ja immer so ein Thema. Wenn man dann bedenkt, hat man jetzt 5.000 Mark, hat man 50.000 Mark, wie verhält es sich, ne? Ich bin jetzt immer noch der Meinung, die tobende See kam mir doch zu oft. Da bleibe ich mal Ja, dabei, aber bin ich ich bei kann dir. ihn verstehen, ne? Und es ist tatsächlich so, derjenige, der strategisch geht oder der alles für auf eine Karte setzt, ja, bei Laune zu halten, da haben wir uns null Gedanken gemacht, aber das ist ja die Anforderung ans Spiel. Ne? Wenn ich jetzt Ja. jemanden schon begeistere, will ich ihn ja auch dabei haben, damit er vielleicht seinem Freund, seinem was auch immer Bescheid sagt, hier kauft ihr das, ne? Oder in damaliger Zeit besorgst dir. Ja. Respekt. Ja, schon. Also, wir hatten es ja vom Spielerischen her damals, ja, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube nicht so überrissen das Ganze. Also, ob das jetzt wirklich Thema war oder also, dass wir da irgendwie speziell uns ein Konzept ausgedacht haben, dass wir zum Beispiel jetzt sagen, naja, ich schicke halt jetzt vielleicht alle 2 Züge nur alle Schiffe und warte dann beim nächsten Mal so, ja. Also bei Hanse die Expedition, da kommen wir dann ja gleich noch dazu, war es ja so ein bisschen anders mit diesem Wahrsager. Da konnte man ja quasi eine Wette drauf abschließen, irgendwie, was das nächste Jahr passiert. Und wenn der dann vorhersagte, naja, es ist halt irgendwie scheiß Wetter, ja gut, dann schicke ich halt vielleicht nur ein Schiff anstatt 10 Schiffe, ja. Das ist natürlich klar. Und bei Hanse war Richtig. es natürlich noch nicht so machbar, weil da war, gab es erstens ja diesen Wahrsager nicht und ja, zweitens, weiß nicht, war es da vielleicht so ein bisschen rudimentärer alles. Ja, mir fällt halt ein, Vermeer hatte ein gewisses Prinzip, das hat man schnell durchblickt, durch das Inflation zu irgendwas führte. Man konnte einen hohen Gewinn machen. Irgendwann hatte derjenige, diejenige dann auch rauszusagen, okay, ziemlich spät vor einer möglichen Währungsreform da was zu machen. Hier fand ich es viel schwieriger und auch klar, wir haben gesehen, man verkauft mehr, der Preis wird niedriger, aber ich glaube, in den jungen Jahren sind wir nicht da drauf gekommen. Jetzt schicke ich mal 3 nach Novgorod, 3 nach Bergen, 5 nach Ja. Ystad, weil heute jetzt der Preis so gut ist. Klar, der fehlende Wahrsager, und auch in Richtung Hanse die Expedition, war der Wahrsager, wenn er so ein Wetter vorausgesagt hat, auch ja, sehr deutlich, ja, hat das auch zugetroffen, ne? Aber Ja. es ist so eine Geschichte. Da war in Hanse nicht so viel der Spielraum oder die Erkenntnis oder war vielleicht vom Alter oder von dem, wie ich mich für sowas interessiere, ja, gar nicht da hinterher. Einfach nur durch Ausprobieren. Klar, man hat irgendwie gesagt, okay, jetzt mache ich es mal anders und es führte zu einem anderen Ergebnis. Das mit den Zufallsereignissen ist schon aufgefallen, Preis hin und her, aber
wir haben wenig auf Sicherheit gespielt. Oder wir waren jetzt auch zwei Personen, würde ich sagen, wir haben nie den Händel ausprobiert, ne? Uns gegenseitig da Nee. die Schiffe oder, ah, jetzt der Andreas fährt bestimmt nach Ystad, hin mit der Flotte, er hat keine Landkanonen, runter mit den Schiffen oder was, ne? Keine Ahnung. Das stimmt, ja. Also so Multiplayer-mäßig waren wir da irgendwie relativ Kannte sanft man nicht. unterwegs. Also ja. Ja. Aber bringt uns dann vielleicht auch gleich zum nächsten Ja. Thema. Multiplayer. Richtig. Der Ralf Glau hat ja irgendwie in seinen Spielen irgendwie immer ja Wert, kann man fast schon sagen, Wert drauf gelegt, dass die Spiele multiplayer-fähig waren. Also heute sagen, sprechen wir ja von Multiplayer, damals halt eher so. Hot Seat. Ja, Hot Seat oder so, ne? Also, aber hat er bei allen seinen Spielen eigentlich Richtig. ziemlich einen Wert drauf gelegt. Und das war auch nochmal eine Frage, die mich dann interessiert hat. Ja, warum eigentlich? Oder gab es da irgendwie einen Grund dafür? Und ja, also hören wir einfach mal rein, was er dazu Gern. erzählt hat. Ja, das war von Anfang an mein Anliegen. Ich habe das einfach immer wieder erlebt, wie viel Spaß das gebracht hat, mit mehreren ein Spiel zu spielen. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil dieses Erlebnis der anderen Spieler, welche Strategien sie sich ausdenken, welche Kommentare sie zu dem Spiel abgeben, welche Kooperationsneigung bei den Spielern da ist, das fand ich total, also unheimlich spannend. Ich hatte mir, als ich diesen Schneider CPC mir besorgt hatte, als erstes Spiel so ein Schachspiel besorgt und fand das so dermaßen öde, alleine vor dem Rechner zu sitzen, dass ich sowas nicht machen wollte. Also dieser Mehrspielermodus, der war für mich immer oder hatte immer die höchste Priorität, dass es eben mehrspielerfähig ist. Und die Lebendigkeit des Spiels habe ich auch immer mehr vor dem Bildschirm gesehen als jetzt in dem Spiel selber. Ja, genau, das war auch eigentlich meine Intention. Also ich habe auch negative Erlebnisse gehabt, wo ich dann gedacht habe, oh, den Menschen habe ich jetzt ganz anders eingeschätzt, wie er jetzt im Spiel agiert. Und ja, aber das war wirklich mein Anliegen. Das hatte ich immer im Hinterkopf bei jeder Entwicklung, dass das möglich ist oder das zu ermöglichen. Und in der Konzeptionierung stand das eben an oberster Stelle. Das war schon klar. Also am gesamten Speicher hat das waren das relativ wenig Parameter, die man für die für die einzelnen Spieler gespeichert wurden. Also das war jetzt nicht das Entscheidende. Entscheidender war eigentlich eher von der Konzeptionierung, dass die Spielzüge nicht allzu lang sind, damit bei den anderen Mitspielern keine Langeweile auftritt. Also, dass man möglichst schnell seinen Spielzug beenden konnte und der nächste dran war. Denn wenn jemand da sich eine Viertelstunde mit seinem Spielzug aufhält, dann wird es eben schwierig auch. Von der Technik her war es so, dass dieser Mehrspielermodus, der hat wirklich wenig Ressourcen gebraucht. War vielleicht für jeden Spieler so 200, 300 Byte. Also das ist wirklich überschaubar bei den 40.000 Bytes, die man zur Verfügung hatte. Ja, interessant. Also da hat er ja auch nochmal den Punkt da aufgeworfen, wie das also letzten Endes alles so speichertechnisch dann auch funktioniert hatte. War eigentlich ganz interessant. Hätte ich nie vermutet. Also ich bin ganz ehrlich, weiß ich nicht. Klar, Tabellenkalkulation, denken, irgendwas vermitteln, dass ich da so ein kleines Register brauche. Gut, es ist natürlich auch kein parallel ablaufendes Spiel, vielleicht auch nochmal ein Thema, ne? Es ist auch nicht, was so dann verzahnt ineinander geht. Aber dass das so wenig ausgemacht hat, aber voll verstehen kann ich ihn im Sinne von Tröge, ne? Also, wenn ich so ein Spiel habe, ja.
was mich allein nicht begeistert, wenn ich dann mehrere habe, das macht viel aus, ne? Und auch wenn ich nur nacheinander dran bin, ne? Klar, es gab ja auch, wenn man an die Automaten denkt, die Spiele, wo man natürlich was gleichzeitig gemacht hat, ne? Aber es waren PCs mit anderer Möglichkeit. Hut ab, die Herausforderung und das immer so zu stellen, macht ja heute jemand schon fast wegen Kosten nicht mehr. Ne? Gut, vielleicht ist es tatsächlich wegen, man kann es nacheinander machen und halt einfach nicht, dass es, wenn es parallel abläuft, wirklich sehr komplex ist. Aber es ist vom Umfang, ist es ja doch für die damalige Zeit recht groß. Heute würde man zwar drüber lachen, aber dass so wenig Speicher braucht. Wow. Ja, aber auch das Thema schnelle Spielzüge, ne? Also Ja. das ist ja wirklich Genau. auch. Wenn man das dann vergleicht mit anderen Spielen, also auch zum Beispiel dann neueren Spielen, Patrizia oder Ölimperium und sowas, dieses Konzept, dass also jemand dann, der dran ist, dann auch nicht zu lange dran ist, damit eben halt diese Langeweile nicht aufkommt, das hat er damals auch eigentlich schon ziemlich gut Ja. erkannt. Also weil bei, egal, Hanse Vermeer, Yuppies Revenge, der Aufbau ist ja doch immer Richtig. relativ gleich und man hat jetzt nicht so die große Vielfalt an Möglichkeiten, die man machen kann. Das ist schon klar. Aber dass das Konzept halt einfach auch aufgeht, ja. Also man geht bei Hanse halt ja auch irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, Step by Step. Man kauft Schiffe, man repariert die Schiffe, man schaut sich halt an, ja, was habe ich jetzt im Lager? Will ich das verkaufen? Will ich das nicht verkaufen? Schicke ich jetzt meine Schiffe? Schicke ich sie nicht? Und dann ist man auch durch, ja. Und bei Vermeer ist es ja ähnlich, ja, Arbeiter einstellen, irgendwie Plantage bauen, nicht bauen, irgendwo hinfahren, keine Ahnung. Ist ja dann auch irgendwie relativ simpel gehalten. Aber so kommt halt diese Langeweile nicht auf, weil jeder irgendwie ständig auch dran ist. Es gibt ja immer die zwei Unterschiede. Klar, Vermeer war jetzt noch so ein Teil oder Ölimperium, das würde ich jetzt gegen Hanse stellen. Wenn du einen animierten Teil oder vielleicht sogar eine Art Action-Part hast, dann sind die dabei sitzen, ja schon voll Feuer und Flamme mit dabei. Ne? Jetzt würde ich sagen, natürlich Plantage pflegen den Vermeer, klick, klick, klick. Ich mache einmal voll. Ja. Lassen wir mal raus, aber man hat was sehen, man bleibt auf der Strecke, man bleibt bei Laune, ne? Aber dieses monotone vor sich gehen. Und irgendwie hat man es ja geschafft. Die Größe der Schiffe hat nicht dazu geführt, ich verwalte jedes Schiff allein, ne? Oder ich habe so einen Effekt. Ich übertreibe jetzt mal weit voraus Richtung Civilization. Ich habe da meine, keine Ahnung, 100 Einheiten zu schieben. Das kann dann ein schlechter Rundenwechsel sein. Und dass er so drauf achtet, ich verstehe dann immer mehr, ne? Und beim Vermeer ist das dann gelungen im Sinne von, ich mache es auf den Standort. Wenn ich ihn wieder verlasse, kommt es da zu einem nächsten Ereignis. Und hier halte ich das so überschaubar, dass ich im Endeffekt das Gleiche mache, nur durch die Zahl, durch Skalieren oder durch meine Taktik verändere. Und der andere, oh, mal schauen, was rauskommt, was mache ich jetzt, ne? Und da halt, ja, besonders kurz und man halt Leute auch anspricht. Man kann so halt schon Züge kurz halten, muss nicht tagelang am Stück da sitzen, ne, um weiterzukommen Ja. oder ein Spiel fertig Ja. zu kriegen, allein schon. Ja, richtig. Kurz und knackig. Ja, also soweit würde ich sagen, dann mal zu dem Ursprungs-Hanse. Kommen wir doch vielleicht jetzt Ja. dann zum Hanse, die Expedition. Gut, war ja letzten Endes die logische Weiterentwicklung nach Hanse. Macht man irgendwie Hanse, die Expedition, wenn auch natürlich viele Jahre später erst, aber da hatte man dann ja Ja, auch mehr Möglichkeiten, technisch hm. gesehen auch, ne, grafisch gesehen, konnte man Richtig. also ein bisschen mehr machen. Sicherlich war das Budget dann auch dementsprechend höher, weil das war ja dann schon bei Ascon angesiedelt, das Spiel. Die hatten da sicherlich ja auch ein paar Ideen, dass das Ganze dann vielleicht, ja, mal ein bisschen vom Aufwand her vielleicht ein bisschen mehr gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber gehen wir mal von aus. Und ja, also ich hatte ja auch dann nochmal ihn da befragt, was er da irgendwie noch zu sagen kann, der Ralf Glau, zur Expedition und wie also da jetzt so die Entwicklung war. Und
ja, vielleicht hören wir dann da einfach auch erst nochmal rein. Ja, das war damals die Idee von Holger Flöttmann, der eben Geschäftsführer von Ascon war. Und eigentlich ist es so, dass es mir widerstrebt, irgendwas nochmal zu wiederholen. Das mache ich eigentlich nicht so gerne. Also mich interessieren eigentlich immer Dinge, von denen ich noch nichts weiß. Also mehr oder weniger in ein unbekanntes Gebiet gehe. Ja, das war aber jetzt die Idee, Hanse nochmal aufzulegen mit den technischen Möglichkeiten, die es zu der Zeit gab, die Grafikmöglichkeiten und auch die Programmierer-Ressourcen bei Ascon waren damals sehr gut. Renat Lahrkämper hat die Grafik gemacht und deswegen haben wir da ziemlich intensiv auch zusammen dran gearbeitet. Es gab gute Programmierer bei Ascon, die dann Gefechtsszene zum Beispiel programmiert haben. Und auch, was eben damals sehr wichtig war, das ganze Projekt so weit gebracht haben, dass es eben publiziert werden konnte. Also was da alles mit dranhängt, die Musik und wie das Ganze mit dem Kopierschutz vereinbart wird und, und. Es kamen dann ja ein paar neue Ideen dazu. Ich muss sagen, also mich hat immer mehr interessiert, was bei mir im Kopf vorgeht, wenn ich mich mit Spieleinhalten beschäftige und Grafik war für mich eigentlich nie so wichtig, also als Anregung schon, aber ich habe eigentlich nie so großen Wert auf so eine detaillierte Grafik gelegt, weil das Interessante war, was für ein Bild in dem Spieler entsteht von den Vorgängen. Und fand das eigentlich toll, diese reduzierte Grafik, weil die doch sehr viel Freiraum für die eigene Fantasie gelassen hat. Ich fand die Expedition dann grafisch auch sehr gelungen und auch plausibel und ja, aber auch schön anzusehen. Und das war auch ganz klar, dass das State of the Art war. Also da ging gar kein Weg dran vorbei. Es ging dann darum, also die Möglichkeiten, diese Ereignisse zu erweitern. Ich glaube, es gab auch Ereignisse, die sich über mehrere Spielzüge hin ausgewirkt haben. Und das war eine interessante Aufgabe, die ich jetzt im Nachhinein, ja, sie hat für mich nicht so viel Innovatives gehabt. Deswegen ist sie mir gar nicht mehr so gegenwärtig. Ja, kann man, ja, weiß ich nicht, kann man natürlich jetzt so sagen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Expedition natürlich dadurch, dass Ascon damals ja auch irgendwie mal ein paar Titel rausbringen wollte, das entwickeln wollte, weil sie anscheinend ja auch die Rechte hatten und da was Neues machen wollten, finde ich jetzt natürlich plausibel, dass er natürlich sagt, naja, ihn interessieren eigentlich mehr die Dinge, von denen er noch nichts weiß. Also was Neues ist natürlich auch klar. Und soweit ich das halt recherchiert hatte, war er aber dann doch schon ziemlich nah dran am Produkt. Also die neuen Ideen, die sie da umgesetzt haben, da kam anscheinend viel auch von dem Flöttmann. Aber das Produkt als solches am Ende des Tages, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Oder, also hast du es viel gespielt? Wie fandst du es so? Also im Nachhinein betrachtet ist mir natürlich die Erinnerung viel näher als an Hanse, obwohl wir das auch viel gespielt haben. Aber tatsächlich habe ich es noch häufiger gespielt, weil mich persönlich dann auch irgendwie der Reiz da drin war. Ist das irgendwie unterschiedlich? Ist das anders zufällig? Ne? Mal abgesehen von dem Wahrsager. Natürlich war es auch schon eine Zeit, wo die Produkte gegenseitig so ein bisschen
aufgetrumpft haben. Ich sag mal, die ja, Verkaufsboxen wurden größer, wurden schöner, wurden reichlich gefüllt. Wobei da waren schon langsam die Jahre, wo man wieder ein bisschen abgespeckt hat. Aber es war schon die Immersion, allein durch das Handbuch zu blättern. Wenn ich bedenke, da sind die Grafiken fast aus dem Spiel auch so in dem Zeichnerischen übernommen worden. Es war bunt, ne? Nicht schwarz-weiß. Man war irgendwie ja so ein bisschen angekommen. Der Reiz fand ich schon, klar, es hat mal in Elisabeth gemünzt, wo dann eine wunderbare Geschichte dazu erzählt wird. Und jetzt, weil ich aus dem Rollenspiel auch immer sehr in der Vorstellung leben kann oder mich darüber freue, habe ich mich aber hier jetzt bei Hanse die Expedition nicht gestört gefühlt, dass alles so extrem ausgestaltet ist. Aber wir sind eine andere Generation. Ich kann es nachvollziehen. Manche haben mehr den Reiz am Neuen. Ich dann eher im Vergleich, aber ich habe es sehr, sehr häufig gespielt. Bin sehr spät leider erst auf das mit dem Wahrsager gekommen und dem Effekt. Ne? Natürlich habe ich auch dann die Unterschiede gemerkt. Ja, du vielleicht auch mit der Thematik, die Anteile zu verkaufen, konnte man hier machen. Bei dem alten Hanse, irgendwann war es unbezahlbar. Ne? Man konnte also auch ein Spiel schaffen, die Anteile wieder zurückzubekommen. Ja, die Menügestaltung, also da steckte viel Liebe drin. Man konnte es also auch außen vor zeigen. Klar, im Gefühl war das für mich nur ein Remake und zwei Funktionen mehr. Ne? Ja. Da will ich nicht unterm Zaun halten. Aber es war ja halt auch zugänglicher und zu der Zeit hatte ich mich wenig beschäftigt mit ja, Schnelllader, C64 oder so oder sogar Emulatoren. Das war auch noch nicht die Zeit. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr das alte Hanse gespielt. Aber es war halt schneller rein, los. Statt das alte nochmal auszupacken und der Geist vom Ralf Klaus steckt ja immer noch drin. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Man muss halt sagen, in der Expedition war es halt, ja, also vom Spielerischen her oder wie man halt irgendwie was gewinnen konnte durch diese Anteilsverkäufe und so am Anfang, konnte man ja, glaube ich, weiß ich, wie viele Anteile man jetzt genau hatte. Ich meine, am Anfang waren es, glaube ich, 90 Anteile, die man gehalten hat. Da konnte man sich am Anfang ja ganz gut, ja, wirtschaftlich zurechtstutzen, indem man halt, was weiß ich, mal 50% verkauft hat, dann hatte man genügend Geld und konnte sich also dann die Schiffe leisten und die Kontore. Und das hat ja im Prinzip dann auch irgendwo seinen Reiz gehabt, das dann irgendwie so ein bisschen auszuprobieren, wie kann man da irgendwie eine Strategie finden. Wobei man sagen muss, dass ja am Ende des Tages es dann doch irgendwie immer ja doch gleich war. Also am Anfang waren die Schiffe billig und man konnte relativ ja schnell Schiffe bauen lassen. Ich glaube, es ging immer bis zu 3 Schiffe pro Jahr, also in der Expedition. Und wie gesagt, da sie billig waren und man Anteile verkaufen konnte, hatte man natürlich irgendwie vielleicht einen besseren Start als bei dem Ursprungshanse, weil man da ja dann doch irgendwie drauf angewiesen war, okay, positives Ereignis vielleicht, dann eine ganz gute Strategie. Und dann war ja eigentlich das Entscheidende, in meinen Augen war es eigentlich der Wahrsager. Also der Wahrsager war eigentlich das Ding, was man implementiert hat, das einem letzten Endes, ja, ich will nicht sagen, garantiert hat, weit zu kommen oder zu gewinnen, aber dann doch schon relativ darauf eingewirkt hat. Weil, also ich meine, es gab ja nicht jedes Jahr der Wahrsager, manchmal konnte man auch irgendwie seine Zukunft erfahren, aber für was soll ich jetzt meine Zukunft erfahren wollen? Das bringt mir ja im Spiel nichts. Also war der Wahrsager eigentlich das Ding, wenn der aufgetaucht ist, dass man sich das dann gekauft hat und so eigentlich ziemlich genau wusste, der ist nicht hundertprozentig zugetroffen, was der gesagt hat, aber dann doch schon zu 90% oder keine Ahnung. Und dann hat man eben Schiffe geschickt oder man hat sie nicht geschickt. Und dann konnte ja tobende See sein, wenn man dann keine Schiffe geschickt hatte, hatte man ja auch kein Geld verloren. Also das war schon eigentlich für mich das spielentscheidende, die spielentscheidende Mechanik. Ja, also ich kann bestätigen, das hätte im alten Hanse wahrscheinlich auch gut getan. Abgesehen
jetzt bestimmt ein Speicherproblem gewesen wäre. Aber Wahrscheinlich, ja. im Endeffekt ist trotzdem eines gleich geblieben. Das fand ich irgendwie nachher zum Schmunzeln. Durch den Wahrsager sind ja nicht die Anzahl der tobender See reduziert worden, sondern im Zweifelsfall, ob du risikobereit warst, Schiffe rauszuschicken oder nicht, oder den Handel oder es irgendwie zu verteilen. Aber es konnte dir genauso häufig passieren, dass das Wetter schlecht war und du nicht schnell vorankamst. Klar, jetzt hat man auch zu zweit, zu dritt, zu viert nicht so gespielt. Man hätte ja auch die Anteile des anderen kaufen können. Nur da war natürlich, hatte ich gedacht, so ein bisschen das Herzblut am Ende. Es hatte jetzt nicht auf das Spielziel einen so großen Einfluss, ne? Wie ich vielleicht an der Stelle gedacht hätte, so, dann kann man nicht der Bürgermeister werden, wenn jetzt irgendwelche Anteile nicht stimmen oder so, ist vielleicht auch zu Ja. übertrieben, das darzustellen, ne? Aber ja, im Endeffekt kann ich auch nicht betrachten, dafür habe ich es wahrscheinlich auch zu wenig gespielt, weil ich immer die Kindererziehung, die ja auch noch so eine neue Funktion war, zu sagen, ja, Richtig, mich ja. bringt doch das Kaufmännische am meisten. So oft greift der Gegner nicht an, ne, dass ich mir da irgendwie einen Vorteil holen konnte. Natürlich, klar, es hat auch unterschiedlich angeschlagen. Ja, war dann auch interessant, aber es war ja bei beiden Teilen so, kann jetzt eine Person, die noch, ja, ich will nicht sagen minderjährig, da gab es andere Auffassungen zu dieser Zeit, ne, aber das Unternehmen schon führen und übernehmen. Aber es hat schon schön untermalt und ich bin jetzt leider auch nochmal im Vergleich zum Ralf Klau da. Mit mir bringt man mit Musik und Unterstützung sehr viel. Grafik auch. Jetzt bin ich nicht derjenige, der die Grafik sehr braucht, aber wenn ich dann noch Musikuntermalung statt ein stummes Spiel habe, das holt mich ab. Ja, Ja, das wirkt ganz anders auf mich. das stimmt. Ja, also das ist bei mir auch so gewesen. Also ich habe dann nochmal versucht, ein bisschen was zu erfahren, ja, wie er das jetzt vielleicht gesehen hat. Hanse die Expedition und Hanse. Hat ihm das gefallen? Hätte er vielleicht was anders machen wollen? Wie hat er das, die Unterschiede gesehen? Und ja, hören wir einfach noch mal rein, was er da noch zu sagen hatte. Gerne. Die Ideen, die damals da waren, die waren schon sehr weitreichend. Also, aber es ist so, dass dieser Umfang der Entwicklung von Hanse-Expedition, der durfte jetzt zeitlich auch nicht so immens sein. Also, das musste überschaubar bleiben von den Entwicklungskosten und auch von der Entwicklungszeit. Ja, Holger Flöttmann hat da auch sehr viele Ideen mit reingebracht, die dann umgesetzt worden sind. Ihm hat das großen Spaß gebracht. Und das Ganze war also damals auch noch in einer Atmosphäre, wo man sehr kooperativ miteinander umgegangen ist. Und das so als auch gemeinsames Projekt erlebt hat. Die Ideen, also das Projekt war immer offen für alle möglichen Ideen. Es wurde dann überlegt, wie aufwendig ist das umzusetzen und wie beeinflusst das quasi den Spielfluss. Und Holger Flöttmann lag groß, hat großen Wert auf das Atmosphärische gelegt, was eben durch die Grafik ja auch dann entsprechend umgesetzt wurde. Mir schwebte immer vor, ein Spiel, was quasi eigenständige Charaktere hervorbringt, die dann agieren und mit denen man interagieren kann. Das war damals unmöglich zu realisieren. Heute ist das ja schon in greifbare Nähe gerückt oder eigentlich schon realisiert. Ich hatte immer Interesse daran, dass sich so etwas wie Biografien, Entwicklungen abbilden. Mir war diese Historie immer ganz wichtig. In der Expedition einen viel größeren Umfang eingenommen. Also, dass man quasi seine Familiengeschichte dann auch als Historie sich anschauen konnte. Das fand ich gut, weil dadurch hat man quasi über den Spielfluss sich selbst etwas gestaltet. Das war mein Interesse daran. Ja, da hat er dann auch nochmal erzählt, also die Budgetierung war zwar
leicht höher, aber naja, es musste dann doch irgendwann mal rausgehauen werden, das Ding. Also auch keine unendliche Entwicklung. Gut, ist ja klar. Ich meine, am Ende des Tages muss das Ding raus, muss Geld verdient werden. Da kann man dann jetzt auch nicht ewig mit einem Titel rummachen, der ja im Prinzip nur ein Remake ist. Ja, ich fand es ja eh spannend. Man hat sich in einem Thema angenommen, was gar nicht so üblich zu dieser Zeit war. Man konnte ja nicht ahnen, dass ob dieselben das nochmal kaufen, ja, ob man neue dazu gewinnt und ob man da tatsächlich, ja, ich will nicht sagen, Gewinne. Es geht nicht immer nur um Gewinne, aber gerade für so eine Firma, die ja mehr Leute hat, muss ich ein Mindestziel erreichen. Schon Hut ab, das hinzubekommen und ja, das Wagnis und das zahlt sich dann auch aus. Könnt ihr jetzt weiterblicken? Hanse ist ja noch weitere Male ja erneuert worden, auch immer wieder gerne. Gut, wir könnten sagen, das erste Hanse ist prozentual auch von vielen zerrissen worden, aber darum geht es nicht, sondern es ist ja auch schwierig, dass immer wieder den Anlauf und ne, man geht ja nur was an, wenn man sich davon was verspricht. Ja, ich glaube, der Zugang, also man muss halt einen Zugang zu einer Wirtschaftssimulation haben. Also jetzt viele, jetzt auch bei uns damals, ja, die hatten halt keinen Zugang zu Wirtschaftssimulation oder so, die waren halt eher auf der Action-Schiene, was ja auch völlig Richtig. okay ist. Da muss man dann schon diese Wirtschaftssimulation, das Trockene in Anführungszeichen, dann auch irgendwo mögen. Also das ist schon ganz klar. Aber ich meine, er hat sich da ja ganz gut positioniert, der Ralf Glau, mit seinen Richtig. Sachen, die er gemacht hat, damals wie heute, immer noch ja, ein Pionier sozusagen der Auf jeden damaligen Fall. Wirtschaftssimulationszeit. Und ja, das war schon nicht schlecht, was er da auf den Markt gebracht hat. Ja, Richtig. dann kommen wir dann irgendwie auch zum letzten Punkt noch. Ich hatte ihn ja nochmal gefragt, wie das denn eigentlich war. Er hat ja dann aufgehört als Spieleentwickler. Und da habe ich ihn dann also auch nochmal gefragt. Und das hören wir uns dann nochmal an. Ja, das ist richtig. Ja, das wurde ja, also als ich damit anfing, war das ja alles noch sehr unprofessionell, vollkommen ergebnisoffen. Es gab keine einengenden Bestimmungen in irgendwelchen Verträgen und mit der Zeit wurden die Entwicklungen ja immer aufwendiger und auch risikoreicher für die Publisher. Und ich mochte es immer gerne, ein Spiel zu entwickeln und dann quasi zum Publisher zu gehen und zu sagen, so, hier ist ein Spiel und das kann jetzt noch in Details verbessert werden, aber die Hauptarbeit ist getan. Und das hat sich in der Zeit gedreht, weil die Entwicklungskosten eben immer höher wurden. Man brauchte immer mehr Spezialisten für Grafik, Musik, für die ganze Maschinenprogrammierung. Und dadurch wurden die Restriktionen, die jetzt vertraglich vereinbart wurden, die den Publisher in gewisser Weise auch absichern, dass man also termingerecht abgeben muss und so weiter, die wurden immer härter. Und da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Das habe ich dann abgelehnt und bin da auch wirklich froh drüber, dass ich das getan habe, weil diese ganzen Unwägbarkeiten, die mit so einer Entwicklung zusammenhängen, dieser unheimlich große Testaufwand, der daraus entsteht, die Gefahr, dass entscheidende Mitarbeiter ausfallen oder zu einer anderen Firma gehen und das Projekt dadurch quasi verzögern, die sind einfach immens groß. Also Plischer war das eine wirklich große Herausforderung, neue Titel auf den Markt zu bringen. Also mein Interesse war eigentlich immer ein inhaltliches. Mir ging es nicht um irgendwelche finanziellen Dinge. Das war natürlich
ganz angenehm, wenn auch nicht so üppig, wie man das vielleicht heute hat. Mir war es eigentlich wichtiger, mich den Dingen zuzuwenden und das stressfrei, mit denen ich mich auch wirklich befassen wollte und wofür ich mich aus mir selber heraus motivieren konnte. So eine Auftragsarbeit ist, wenn man da nicht motiviert ist, eine furchtbare Qual. Ja, das hat er dann nochmal abschließend zum Thema Ausstieg aus der Spielebranche erzählt. Ist ja durchaus auch nachvollziehbar. Also wenn man irgendwie wie er ja von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Eingangshintergrund kommt, 1986, Hanse, das Ding halt herunterprogrammiert, hat es halt dann irgendwie geschafft, bei Ariola Soft unterzukommen. Die haben es genommen und er war ja im Prinzip dann raus. Ja. Genau. Hat halt irgendwie sein Geld bekommen, Anteile von Verkäufen oder so. Und später dann, das hat er ja auch gesagt, wurde das ja dann immer mehr und dann auch aufwendiger. Und die letzten Projekte waren dann halt Elisabeth hier. Yep. Und dann Vermeer, die Kunst zu erben, wobei ja da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber da war er, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr mit dabei. Also da war er vielleicht sogar mehr oder weniger am Namensgeber, aber das hätte ich vielleicht nochmal fragen sollen, wie tief er eigentlich da drin war. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, also der Ausstieg dann aus der Branche für mich dann auch irgendwo nachvollziehbar. Aber genau, nachvollziehbar. Also da hat man ja wahrscheinlich dann auch irgendwie sicher, also er sich ja auch Gedanken gemacht, ob er das dann will oder nicht. Und ich kann das dann schon nachvollziehen, wenn also diese einzelnen Sachen, die es dann damals, die dann aufkamen, wie er auch sagte, es gab dann irgendwie zig Programmierer und für Audio und hin und her. Ja, war ja eine andere Welt für ihn dann wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, wenn ich bedenke, hat ja immer praktisch sich das Feedback von mindestens Bernd Westphal, wem auch immer, ne, anfänglich vielleicht geholt, dann von anderen Leuten. Man merkt es ja auch im heutigen Leben mit einer Gruppe versuchen, je nach Größe, wie gut komme ich voran. Ne? Und die Größe ist ein Punkt, der Druck ist ein Punkt, der Geldgeber. Aber ich ziehe den Hut vor so jemand, der die Prinzipien hat und sagt, ja, bis hierhin und nicht weiter, würde ich jetzt mal die eine Extreme sehen oder die andere, das war nicht mein Gedanke. Oder ich finde es löblich, ich komme nicht nur mit einer Idee, sondern ich habe was ausgefeilt werden oder noch verändert werden kann. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Und klar, man hat die Idee ja auch aufgegriffen und weitergemacht. Das zeichnet ihn ja mehr als aus, zu sagen, hier Vermeer ging mit die Kunst zu erben noch weiter oder persönlich, wenn ich an Elisabeth die erste denke, das war für mich extreme Immersion, zumal durch die Ländervielfalt allein der Händler schon seine lustigen Beispiele hatte, aber auch die Geschichte super beigetragen wurde, stimmungsvoll, klar, Sprecher. Es war natürlich auch eine Zeit, ich will es jetzt nicht vergleichen mit Origin, ich mache hier ein Videospiel draus, aber so englische Videos und Traditionen damit einfließen zu lassen, hat einen ganz neuen Punkt da reingebracht. Der hat mich abgeholt. Zum einen musikalisch, ne, grafisch. Gut, für uns war das, für die Heuten würden sagen, oh, was ist das denn für ein Bild? Was waren das denn für Statisten? Aber die haben ja viel besser was rübergebracht als, weiß ich nicht, im Theater, wenn ich das so mal vergleichen soll. So seine, wie es auch weiterging, der Einfluss war eindeutig zu erkennen, aber ich glaube, nach ihm gab es eigentlich nicht viele, die das so durchgezogen haben. Die haben dann eher, ich würde mal sagen, die Zitrone gequetscht, noch ein bisschen was rausgeholt oder weitergemacht. Ne? Er hat diesen finanziellen Ansatz nicht. Er hat Historie vermittelt. Elisabeth die Erste würde ich da besonders hervorheben, wenn ich das jetzt mal so sehe. Ne? Und Hanse beliebt gemacht, sonst wäre ja, weiß ich nicht, ob Esken dann überhaupt auf Patricia gekommen wäre, ne? Und nicht nur in dem südkaribischen Partnerteil dann aktiv zu werden. Das ist halt
Auch noch ein guter Punkt, Patricia. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Das müsste man vielleicht auch noch mal getrennt. Da müsste man vielleicht noch mal Interviewpartner finden, mal getrennt analysieren, ob das jetzt noch mal eine Idee war, die von Ascon selber kam und man dann halt mit den Leuten, die man halt hatte, das versucht umzusetzen, versuchte, weil Patricia war ja, also das Ursprungs Patricia war ja ein gutes Ding. Also das hat uns ja Auf jeden dann Fall. damals auch ganz viel Spaß gemacht. Und dann haben wir, das spielen wir heute ja noch. Richtig. Patricia 2, klar auch, ist ja aber dann wieder noch eine andere Schiene. Also das war schon toll. Also muss man sagen. Und er mit Elisabeth, ja gut. Das steht bei mir ja auch noch auf der Liste als Let's Play mal. Ist Freue ich mich. irgendwie, ja, ist irgendwie auch ein ganz tolles Spiel. Eigentlich underrated, wenn man so will. Haben nicht viele auf dem Bildschirm, glaube ich. Ja, das Thema Handelsfokus. Also ich würde mal sagen, das war auch ein Titel, der konnte vielleicht dann auch bei einer breiteren Masse ankommen. Ich könnte jetzt sagen, bei mir kam vielleicht der Handel zu kurz oder ich habe die Story seltener gespielt, um tatsächlich mehr das Erlebnis des Spiels zu haben und welche Facetten es ist und mit anderen Ländern. Man war nicht nur in Hansestädten aktiv, ne, oder wie gesagt, den Spaß zu haben, da immer den Händler in verschiedenen Sprachen oder in seinen verschiedenen Arten und Weisen zu erleben. Klar, zu der Zeit war man auch ein Action-Part, hat sich auch der Wirtschaftsfreund gewünscht, ne? Ich Ja, könnte ja sagen, da hat es uns für oder Ölimperium im extremen ja, Zwischenstadium vorgelebt. Irgendwann hatte man dann so einen gewissen Maßstab. Gibt es denn irgendwas, was man ne, da einbauen kann oder vorfindet, wo man mehr als nur ja, Waren von A nach B schiebt? Aber Elisabeth die Erste, das war ja mehr so ein Kino, Theater, Film, was weiß ich, Erlebnis oder halt, wie schaffe ich es eigentlich, ja, ein Adventure, ein Abenteuer, vielleicht schon fast ein Rollenspiel mit einer Wirtschaftssimulation zu kombinieren. Und das fand ich so eigentlich nicht bei anderen Titeln über den Tellerrand geblickt. Ne? Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Der Ralf Glau hat also hier nochmal versucht zu resümieren, was also alles passiert war zu der Zeit und wie die Geschichte von Hanse-Expedition also war. Ich hoffe, euch hat es also gefallen und ja, ich hoffe, Sascha, du hattest da auch jetzt deinen Spaß damit. Wahre Freude, also immer wieder erinnern. Es ist ja auch, ich packe es ja dann auch aus, ne? Ich benutze auch nicht nur den Emulator. Es ist dann eine Freude, das auch zu tun und das wieder zu erleben. Das mag auch nicht immer gehen, aber die Zeit, sich dafür wieder zu nehmen. Und da ist man dann doch ein Mensch geworden, der gerne mal in der Nostalgie schwelgt und auch gerne mal bleibt. Da bin ich voll Ja, dabei und genau. Genau. vielleicht hast du ja als Anreiz, ne, irgend in Richtung Escaron oder beziehungsweise es ging ja in Calypso über. Vielleicht lässt sich da zu Patricia was rausfinden. Fände ich spannend da mal, weil die Themen müssen ja irgendwo hergekommen sein, ne, wie da Ja. Verbindungen waren. Wäre bestimmt auch ein Ja. spannendes Thema. Mal schauen, vielleicht findet sich da noch was. Ja, Richtig. dann bedanke ich mich bei dir und Gerne. bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Zuhören und würde mich an der Stelle dann also von euch verabschieden. Bleibt stabil und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns dann in einem der nächsten Videos, beziehungsweise vielleicht auch in einem der nächsten Interviews. Also bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.